Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihrer Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Wie viele solcher unhörbaren Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu vernehmen sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Frau Lucy Harrison, Richmond Avenue, New York, vernahm sie am 31. August 1950, als sie am Nachmittag über dem Ausbessern eines zerrissenen Rocksaumes eingeschlafen war. Mit den Dampfern, der Park drüben, die Hochhäuser. Mein Gott, ist das schön. Mama, du. Oh Mama, ich freue mich so, dass du zu Besuch gekommen bist. Ich muss doch endlich eure Wohnung sehen. Ich will mich doch ein bisschen freuen an eurem Glück. Ja, es macht mich wieder jung. So jung wie damals, als ich selber in den Flitterwochen war. Oh Mama, meine goldige Mama. Kind, hast du ein Glück. So eine gute Stellung, wie Bill hat. Nicht wahr? Mhm. Bill verdient gut. Und er verwöhnt dich. Nur das sieht man. Diese gemütliche Sofaecke, der Plattenspieler. Spielst du manchmal noch Klavier? Oh, Mama. Weißt du, ich muss dir gestehen, ich bin schrecklich faul. Seitdem wir den Fernsehempfänger haben, das Radio und den Plattenspieler. Oh, ist auch egal. Eine Virtuosin wärst du sowieso nicht geworden. Wann kommt dein Bill aus dem Büro? Oh, ungefähr um 5. Na, dann haben wir doch noch Zeit. Ich setze mich jetzt hier ein bisschen hin. Mein Gott, ist das schön bei euch. Die Tischdecke ist aber apart. Bill hat sie mir neulich mitgebracht. Neulich? Bei welcher Gelegenheit? Nur so, um mir eine Freude zu machen. Hast einen guten Mann. Sei mal still. Was denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift. Ach so. Ja. Hast du Hunger, Mama, oder willst du etwas trinken? Nein, bleib hier. Ich hab doch im Zug gegessen. Komm, setz dich neben mich. Ja. Soll ich nicht das Radio einschalten? Aber gar nicht sollst du. Nur dich anschauen lassen. Ja. Man sieht, dass du glücklich bist. Oh, Mama. Was ist denn? Tränen? Nur weil ich mich freue. Luzi, mein kleines, liebes Mädelchen. Es ist schon wieder gut. Euer Lift geht ja andauernd. Ja, das ist ein großes Haus mit vielen Wohnungen. Das ist aber wirklich ein merkwürdiger Lift. Wieso merkwürdig? Ich meine, das Geräusch ist merkwürdig. Ach was, ich stelle jetzt das Radio an. Der Lift scheint dich ja ganz nervös zu machen. So. Und jetzt gehe ich und mache eine Tasse Tee. Nein, keine Widerrede. Ich muss sowieso in die Küche für Bill das Essen herrichten. Wenn es durchaus sein muss. Luzi! Hörst du? Was, Mama? Die Musik! Ja! Ja.
Man hört den Lift sogar, wenn das Radio geht. Ich muss mal nachsehen. Was ist, Mama? Warum stellst du ab? Ich will sehen, was mit dem Lift los ist. Ach, lass doch, Mama! Dann ist es eben irgendein anderes Geräusch. Sei doch nicht so nervös. Merkwürdig ist das schon. Komm, geh ins Zimmer und stell die Musik wieder an, ja? Hast recht. Ist albern, allzu feine Ohren zu haben. Damit ist unser Schallplattenkonzert beendet. Sie hören anschließend einen Vortrag. Vortrag? Nur was Besseres wisst ihr nicht? Die genaue Zeit mit dem Gongschlag 17 Uhr. Es spricht jetzt Professor Wilkinson über das Thema die Termiten. Termiten. Es lebt sich nicht angenehm, wo es Termiten gibt. Diese Insekten zernagen in unersättlichem Hunger schlechthin alles. Und der Mensch ist machtlos gegen sie. Ihre Fressmethode ist umso unangenehmer, als man für gewöhnlich erst dann etwas von ihrer zerstörenden Tätigkeit bemerkt, wenn es zu spät ist. Die Termiten haben die Gewohnheit, alle Gegenstände von innen her auszuhöhlen und eine dünne Außenwand wie eine Haut stehen zu lassen, die freilich dann eines Tages wie Staub zerfällt. Da kann es geschehen, dass man sich abends in seinem Hause zur Ruhe legt und am Morgen erwacht man im Freien, weil das Haus über Luzi, Nacht zu Staub hast gefallen. Du das gehört? Die Termiten zerfressen das Haus und man erwacht im Freien. Schalt das aus, Mama. Nehmen wir zum Beispiel. Aber warum? Das war doch interessant. Nein. Nein. Aber was hast du denn, Luzi? Du bist ja ganz blass. Nichts. Luzi, du hast vorhin nicht aus Freude geweint. Unsinn, Mama. Das sind Termiten, die man hört. Termiten fressen keinen Beton. Ach, du willst es nicht zugeben. Luzi, mein Kind, nicht wahr, ich hab recht. Ja. Mama. Also, ich verstehe euch nicht. Warum zieht ihr denn nicht aus? Das hat keinen Zweck. Aber Luzi. Sie sind überall. Wie meinst du das? Hast du noch nicht bemerkt, dass das gleiche Geräusch überall zu hören ist? In New York, in Kalifornien, Mexiko, Kanada. Nein, in Elbenwil gibt es keine Termiten. Verlass dich drauf. Mein Haus ist sicher. Ach, verlass dich darauf, sie nagen in deinem Haus ebenso wie hier. Das ist ein Unsinn. Das hätte doch schon jemand bemerkt. Wenn du es erst einmal gehört hast, hörst du es überall. In den Wohnungen, in der Untergrundbahn, den Bäumen und dem Getreide. Ich glaube, sie nagen auch unter der Erde. Der Boden, auf dem wir stehen, ist noch eine dünne Haut. Alles ist nur noch eine dünne Haut. Das ist Einbildung, Luzi. Eine starke Erschütterung und alles fällt ein. Lange kein Gewitter gegeben. Und du meinst ein Gewitter? Ja. Mir kam schon den ganzen Tag so schwül vor. Mach doch das Fenster auf, Luzi. Ja, Mama. Nein, es ist nicht schwül draußen. Frische Luft, Gott sei Dank. Doch jetzt kann man doch wieder vernünftig denken. Also, Luzi, es ist klar, ihr bleibt nicht hier.
Ihr kommt mit nach Albenville. Da werden wir schon weitersehen. Gleich, wenn Bill kommt, werde ich mit ihm sprechen. Warum kommt er denn nicht? Ist doch schon längst 5. Vielleicht ist es noch nicht 5. Ich stelle das Radio an. Ich will genaue Zeit haben. Wo genaue Zeit ist, ist Ordnung. Wo Ordnung ist, gibt es keine Geheimnisse. So sagt ein afrikanisches Sprichwort. Die Termite zernagt Dinge, zernagt Gottes Dinge, aber sie zernagt nicht Gott. Ist das der Schluss? Sie hörten einen Vortrag von Professor Wilkinson. Wir geben Ihnen jetzt die genaue Zeit. Mit dem Gongschlag ist es 17.30 Uhr. 5:30. Wo bleibt nur Bill? Vielleicht ist auf einer anderen Station ein bisschen Musik. Also wenn ich wüsste, dass er noch lange ausbleibt, dann würde ich mich ein bisschen hinlegen. Ich bin auf einmal so schrecklich müde. Aber natürlich, Mama. Streck dich ein bisschen auf der Couch aus. Hast du die lange Fahrt und die Aufregung jetzt? Mir ist ganz komisch. Schlaf ein bisschen. Ich mach das Essen weiter. Die Musik ist gut. Richtig einschläfernd. Dann hört man auch dieses schreckliche Geräusch nicht mehr so laut. Heute. Fass mich nicht an. Ich bin betrunken. Komm, lass mich vorbei, aber fass mich nicht an. Du bist doch gar nicht betrunken, Bill. Aber sie ist denn nur. Oh Gott, das ist alles so schrecklich. Komm herein. Mama ist zu Besuch gekommen. Wo ist sie? Hier im Zimmer. Sie schläft. Sie ist müde von der Reise. Hast du Hunger? Nein. Das Essen ist gleich fertig. Es gibt Kalbsleber. Ich will nicht. Aber dein Lieblingsgericht. Ich habe keinen Hunger. Mama scheint sehr fest zu schlafen. Ich mache das Essen fertig und dann wecken wir sie. Ah, lass das Essen. Bleib einen Augenblick hier. Ja? Oh, du bist so schön, Luzi. Mein Gott, wie ich dich liebe. Oh, Bill. Nein, bleib, fass mich nicht an. Oh, Luzi. Ich könnte heulen, weil du so schön bist. Vielleicht bist du gar nicht besonders schön, aber ich liebe alles an dir. Ich werde dich nie mehr küssen, Luzi. Bill! Bleib auf deinem Stuhl sitzen. Sag, ist Mama plötzlich müde geworden? Ich meine, hat man ihr vorher gar nicht angemerkt, dass sie müde war. Sie sagte... Auf einmal, sie wollte sich hinlegen. Ich sollte sie wecken, wenn du kommst. Ich wecke sie jetzt. Du kannst sie nicht mehr wecken. Sie ist tot. Bill, was sagst du? Bleib sitzen. Rühr sie nicht an. Komm, sei vernünftig. Ich habe nicht mehr viel Zeit zu reden. Ich bin nämlich auch verdammt müde. Ah. Es kommt ein Gewitter. Man hört es im Radio. Oh, Bill, ich will fort. Ich will fort. Na, wohin denn? Komm, schnell das Radio ab. Das Knabbern ist ja ekelhaft. Hörst du es? Ich höre es. Ich will fort, Bill. Bleib. Bleib, Luzi. Lass mich nicht allein sterben. Wir wollen nicht sterben, Bill. Wir wollen leben. Ich werde sterben, genau wie Mama. Nein. Von Termiten zerfressen.
Sie ist nichts mehr als eine dünne Haut, die zerfällt, wenn man sie anrührt. Aber du doch nicht! Ich auch. Ich merke das unterwegs. Ich sah gerade auf die Uhr, es war 17.30 Uhr. Da merkte ich es. Jetzt sitzen sie mir am Herzen. Es tut nicht weh. Aber ich bin ganz ausgehöhlt. Wenn du mich anfasst, zerfall ich. Bill! Rühr mich nicht an. Ich bin grenzenlos müde. Es war schön bei dir. Es war schön, mit dir zu leben. Bill! Das Gewitter kommt näher. Das Haus wird zerfallen unter dem Donner. Aber du doch nicht! Ich auch. Mama auch. Oh, Luzi. Luzi. Gute Nacht, Liebste. Gute Nacht, Liebste. Liebste Luzi. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem süßen Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss. O angenehmer Schlaf auf dem Kissen mit roten Blumen. Einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. O angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war, das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden, Cambridge schickte gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt zum Nachdenken. Oh, dieses weiche Kissen. Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt. Wie jene Nachricht zum Beispiel. Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung, die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und mit der Wasserstoffbombe wird es auch noch einige Zeit dauern. Ah, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Träume, ein Hörspiel von Günter Eich, Musik Siegfried Franz. Die Besetzung. Zwischentexte, Erich Schello und Annegret Lerche. Erster Traum, Eduard Marx, Lotte Klein, Wolfgang Rotzieper und Jo Wegener. Zweiter Traum, Max Walter Sieg, Luise Dorsi, Helmut Gmelin und Inge Schmidt. Dritter Traum, Herbert A.E. Böhme, Maria Janke, Inge Meisel, Helmut Peine und Hermann Knerr. Vierter Traum, Gerd Martinsen, Richard Münch, Heinz Suchantke und Josef Dahmen. Fünfter Traum, Mirjam Horwitz, Dagmar Altrichter, Dietrich Haug, Wilhelm Kürten und andere. Regie Fritz Schröder-Jahn. Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1951.